Ja, willkommen im herbstlichen Einall, im Frühling. Heute gehen wir erstmal zur Trainerschule. Bildung muss auch im Spiel sein. Da sprechen wir erstmal den Herren hier im Anzug und Hut. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderschönen Trainerschule. Schön, dass du mir den Sinn einer Schule erklärt hast. Das wusste ich noch nicht. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Kampf zum Tragen. Okay. Oha, wen sehe ich da? Unseren Kollegen und Rivalen. Den, wie ist er nochmal? Scheren. Ich habe mich immer noch nicht informiert, wie er heißt. Vielleicht schreibt es mir mal jemand in die Kommentare. Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Ich lese dir mal aus diesem Buch hier vor. Nein, danke, du musst mir nicht aus dem Buch vorlesen. Ich weiß es so. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kannst du es mit dem B-Knopf so sehr abschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Er hat es mir trotzdem vorgelesen. Dankeschön. Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja, damit. Ich sollte es gewinnen. Also hier kommt die erste Frage. Mit welchem der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Natürlich mit einem Aufwecker. Womit denn auch sonst? Womit sollte man denn auch Gift heilen? Etwa mit einem Gegengift? Ach, Schwachsinn. Hör mir auf, Wecker. Was dachtet ihr denn? Bingo! Damit liegst du Gold richtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder normal. Aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit wieder auf? Eben hatten wir gerade beim vergiftet sein, den Aufwecker, deshalb muss ja jetzt natürlich das Gegengift sein. Wenn ein Pokémon eingeschlafen ist, muss man natürlich ein Gegengift einsetzen, ist ja klar. Bingo, bingo! Absolut richtig! Mit Statusproblemen kennst du dich aus. Da wird dir hier das hier nützen. Zwergi erhält das Item Hyperheiler. Zwergi verstaut das Item Hyperheiler in der Medizintasche. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich heilt er durch die Bank alle Statusprobleme. Ja, Medizintasche, da müsste ich auch mal nachgucken, ob ich was für meine Erkältung finde. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig auch verwendet werden, also nur zu. Und falls du mit einer Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Jetzt bin ich ein bisschen gegen die Wand geknallt hier. Ah, ich komme nicht durch sie hindurch. Lass mich durch die Wand. Wir sind nicht. Ich kann schon wieder nicht lesen. Wird ein Pokémon vergiftet, verschwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Na, Zwergi, suchst du die eine, Alter? Nö, momentan habe ich nach dir gesucht, um gegen dich zu kämpfen. Das wirst du vermutlich auch gerade gleich von mir wollen. Wer als Trainer zu etwas bringen will, der muss sich im Kampf bewähren. Es ist also auf jeden Fall das Beste, gegen die Arena-Leute anzutreten. Das habe ich auch gar nicht bezweifelt. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht gerade jetzt nach den Arena-Leitern suche, sondern jetzt erstmal nach dir suche. Mein Lieber. Du Zwerg, tritt doch mal gegen mich an. Ja, genau das wollte ich, mein Lieber. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Von mir aus.
höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne die Items kommt. Aber wir kämpfen hier drinnen. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Och, ich hau heftig rein. Mach mal die Schule kaputt. Freuen sich die Schüler. Müssen sie nicht mehr zur Schule. Müssen sie nicht mehr zum Unterricht. Mach alles kaputt, Freund. Glut, ja, auf jeden Fall. Glut in einer Schule mit Holzbänken. Das ist auf jeden Fall eine effektive Version davon, die Schule zu vernichten. Natürlich habe ich Glut auf Otaro eingesetzt. Sag mal, wie blöde bin ich heute? Jetzt mal erstmal Ticke ein. Vielleicht wäre das mal effektiver. Okay, das Ding kann sich natürlich selbst heilen. Aber zum Glück habe ich jetzt zwei Team-Pokémon. Und wie ihr im letzten Part gesehen habt, habe ich ein neues Teammitglied bekommen. Das heißt also, ich wollte gerade sagen, wenn Otaro mich besiegt, dann kann ich ein anderes Pokémon nehmen, aber hat sich erledigt. Bin ja okay, das kriege ich auch noch hin. Da setzt sich einmal ordentlich Blut ein, um halt noch ein bisschen die Schule abzufackeln. Hurra, hurra, die Schule brennt! Unter dem Motto. So, noch einmal Blut, dann haben wir auch den letzten Stuhl im Raum abgefackelt. Und nebenbei Felio auch mit. Wunderbar. Ich sehe schon, du hast die ganze Schule abgefackelt. Ich war wohl einfach noch nicht so gut genug. Hoppla, es steht ja alles noch. Was ist mit den Attacken passiert? Dass sie nicht eingeschlagen sind. Mist. Müssen wir wohl noch weiter zum Unterricht gehen? Tja, müssen wir weiter lernen. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Zergi, diese Beere ist für dich. Hat er überhaupt irgendein Item eingesetzt? Ich meine, keins gesehen zu haben, aber gut. Doch, ich glaube, das eine, wo der sich selbst geheilt hat, das war ein Item. Ja, richtig. Das war die Sinnebeere, die er mir gerade geschenkt hat. Also ein anderes Exemplar. Das, was er mir jetzt geschenkt hat, kann er aber hier natürlich nicht im Kampf benutzt haben. Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist es in sie im Kampf von selbst, sobald sie in Kapier schwinden. Ja, das durften wir gerade sehen. Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. War mir schon klar. Also, viel Glück! Ja. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns dem Arena-Leiter hier in der Arena, nachdem wir unser Pokémon-Team aufgeheilt haben, also das eine Pokémon, was verletzt wurde. Mittlerweile haben wir sogar schon ein Team, bestehend aus zwei Persönchen. Aber eins davon wurde nur verwendet im Kampf. Danke fürs wieder fit machen. Wir sehen uns. So. Ich würde gerne mal das Team tauschen. Ich glaube, Lutz, der kann mal an der ersten Stelle. So, starten wir in der Arena. Wie? Also, ich arbeite hier als Arena-Leiter. Aber wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte mal, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Floink, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Wasser schwer. Also kriegst du natürlich einen Wassertrainer in der Top 4, in der Arena hier. Top 4, die dauert noch ein bisschen, die ist jetzt noch nicht so weit. Da musst du leider noch ein bisschen warten. Du sollst dir also ein passendes Pokémon dazu anlegen, was auch gegen den Typ Wasser stark ist. Also, ich erwarte dich drin.
Bin mir nicht ganz sicher, ob er mein Trainer sein wird. Weil er ist scheinbar Typ Pflanze. Zumindest seines Aussehens nach zu. Wie heißt das Wort? Kommt, helft mir. Zu. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Scheiße, den muss ich jetzt immer so sprechen. Ich hoffe, ich merke mir diese Stimme. Zwergi erhält das Item Tafelwasser. Zwergi verstaut das Item Tafelwasser in der Medizintasche. Vielen Dank, Guido. Ich merke mir deine Stimme garantiert nicht. Willkommen. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Trainer abgestimmt. Pokémon Arena von Orion City. Leiter Mike, Colin und Benny. Was drei? Anerkannte Trainer, keine. Okay. Feuer, Wasser, Blatt. Okay, ja. Da wissen wir schon. Einer ist der Feuertrainer, einer ist der Blatttrainer und einer ist der Wassertrainer. Okay, die Rätsel sind ja jetzt nicht sehr schwer. Feuer, was ist effektiv gegen Feuer? Richtig. Blatt. Also Pflanze. So, und weiter jetzt. Kann ich den umlaufen? Ich umlaufe gerne, Trainer. Nö, es ist mir nicht möglich. Wahrscheinlich werden wir dann gegen den Wassertrainer kämpfen, aber wir haben ja ein zweites Pokémon, das vom Typ Pflanze ist. Das ist sehr praktisch. Und auch nützlich für diese Arena. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfes verköstigt. Na dann. Ja, damit. Ja, mit deinem Pokémon. Ein Jochlef. Das gehört aber zu keinem der Typen. Das ist nicht. Und da habt ihr Lutz schon einmal sehen dürfen. Rankenhieb. Das ist eine Pflanzenattacke. Die wird uns vielleicht helfen im Arena-Leiterkampf. Und was ich sagen wollte, Jochlef ist aber leider weder ein Wasser noch ein Feuer noch ein Pflanzen-Pokémon. Was hat das in dieser Arena zu tun? Was hast du hier zu suchen, Jochlef? Du bist zwar süß, aber du gehörst leider irgendwie nicht in diese Arena. Kann das sein? Dass du hier viel am Platz bist? Ja, böser Hund, beißt mich. Ein bisschen ganz böser. Oha. Hälfte bis zu Level 11 haben wir schon geschafft. Oh, jetzt konnte ich den Text nicht vorlesen. Wieso blättert der auch so schnell hier weg? In dieser Edition. In Pokémon Sonne konnte ich wenigstens noch warten lassen und so. Nächstes Rätsel in Anführungszeichen. Was ist effektiv gegen Wasser? Das ist natürlich Feuer. Was denn auch sonst? Richtig. Weiter geht's. Nächster Trainer. Auf geht's. Ich muss meinen Pokémon auch nicht heilen, weil scheinbar gibt es hier noch nicht die Pflanzen, Feuer und Wasser-Pokémon. Die gibt es erst beim Endtrainer, also beim Arena-Leiter. Dann schaffe ich das auch mit Ben heißt der hier. John war der in Pokémon Sonne. Hier ist das komplette Menü der Arena von Orion City. Ich bin zwar der zweite Gang. Da stand bestimmt nicht, ich bin zwar, weil sonst hätte noch was kommen müssen. Soll ich mich verlesen? Eine Herausforderung von Serviererin Dorothea. Dorothea, das ist auf jeden Fall ein hübscher Name. Auch mal so eine Frage. So eine grundsätzliche Frage, wie die ich so hätte. Wieso nennt man sein Kind Dorothea? Ist irgendwie. Ja, wirklich. Du bist irgendwie bestraft fürs Leben, wenn du Dorothea heißt. Ist ein Name, den man im 20. oder im 19. Jahrhundert noch geben durfte.
Aber Dorothea? Darf man sein Kind noch Dorothea nennen? Ja, rein gesetzlich darf man das, aber sollte man sein Kind Dorothea nennen? Gibt natürlich schlimmere Namen. Jetzt nichts gegen euch, wenn ihr Dorothea heißt. Ich wollte euch jetzt nicht beleidigen, aber ist ja irgendwie so. Auch nichts gegen euch, aber ich finde den Namen Jeremy Pascal jetzt auch nicht sonderlich hübsch. Also, ist so meine Frage. Also, ich habe zum Glück einen relativ schönen Namen von meinen Eltern verliehen bekommen. Der passt ganz schön. Ein Nigler. Nee. Ein Nigler wird hier nicht. Nein, nix da. Niemand erlernt hier ein Nigler. Ein Nigler nicht erlernen. Ben wollte ein Nigler. Diese schwache Attacke braucht ihr hier gar nicht mal. Braucht gar nicht dran zu denken. Ein Kratzer. Auweia. Auwei, jetzt habe ich ja Angst. Und was soll das? Silberblick. Hilfe! Rettet mich! Sie hat Silberblick eingesetzt! Ich würde sterben! Um nochmal zum Namen zurückzukommen, also Svergi ist wirklich ein sehr schöner Name, den mir natürlich meine Eltern gegeben haben. So, haben mir meine Eltern gegeben. Haben ihr Kind Zwergfürst genannt. Glaubt ihr mir nicht? Ah. So. Pflanze, was ist gegen Pflanze effektiv? Muss man kurz überlegen, das ist natürlich Wasser. Richtig. Pflanze. Wasser ist gegen Pflanze effektiv. Richtig. Ich muss aber kurz nochmal zurück. Ich muss nochmal mein Pokémon-Team heilen. Dann komme ich gleich nochmal wieder. Bam, bam, bam. So, frisch gestärkt geht's in den Kampf gegen den Arena-Leiter. Der hier? Wahrscheinlich nicht. Er sieht grün aus. Er sieht irgendwie pflanzenmäßig aus. Da habe ich so den starken Verdacht, dass er nicht unser Trainer wird. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Ah, da ist noch einer. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinem Feuer auf Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element. Colin, der Name, sehr erfreut. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typen, wer von uns dreien antritt. Das ist sehr clever. Das finde ich sehr clever. Das ist eine Taktik, die ich mir merken muss. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Feuer. Genau, ich, Colin, bin daher dein Gegner und mache dich jetzt nass. Solange du mich nicht feucht machst. Flachwitz. Naja, flach war der nicht. Aber auch nicht sehr lustig. Wie schön für dich. Du trittst gegen die Nummer 1 von uns dreien an. Das sagen sie bestimmt alle drei. Je nachdem, welches Pokémon du hast. Das sagen sie alle, dass sie die Nummer 1 wären. Wettig.
Los geht's. Man könnte es mal versuchen. Und mit verschiedenen Spielständen mal herausfinden. Dazu haben wir ja leider nicht die Zeit. In Yorklef. Wieso Yorklef? Das ist doch... Das ist weder Wasser noch Feuer noch Pflanze. Was hat das in so einem Arenaleiterkampf zu tun? Was hast du hier zu suchen, Yorklef? Kannst du mir das sagen? Bist du hier irgendwie ein Maskottchen, als Maskottchen angestellt worden? Oder was macht, was begründet dein Auftreten in diesem Kampf hier? Kannst du mir das mal verraten? Das wüsste ich so gerne. Das hat keine Wirkung. Wieso sagt man das mir erst so spät? Jetzt muss ich extra noch einen Trank einsetzen. Von dem ich zum Glück genug habe. Trank! Los! Was? Nicht komplett aufgefrischt. Weia. Weia, 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 weia. Angst. Ich muss mal gegen Ben tauschen. Geht doch nicht, wenn Lutz jetzt besiegt wird und als nächstes Wasser-Pokémon kommt. Das ist. Wie stehe ich denn da? Ja. Jetzt mal Glut einsetzen, das wird das Yorklef mal hoffentlich endlich damit Platz machen. Glut! Naja. Schon effektiv, aber. Was ist denn hier los? Wieso darf der so oft einsetzen? Los, Ben! Mach doch mal! Mach hin! Trank! Was? Der darf einen Trank einsetzen! Ja gut, ich hab's auch eben gerade gemacht, aber... Komm schon! Ich muss den doch... Oh. Ich hab keine Beleber mit dabei. Scheiße! Was soll... Ach... Ich sehe mich schon scheitern. Ist doch nicht möglich hier. Ich habe verloren. Das war ein Yorklef. Level 12. Und Zwergi wird schwarz vor Augen. Nö, das glaube ich jetzt nicht. Wie doof bin ich denn heute? Bin ich zu doof zum Scheißen? Oder was? Kann man doch keinem zutrauen hier. Datei kann ich doch gar nicht hochladen. Wie soll ich denn das den Zuschauern zumuten? Das ist doch unzumutbar. So, mal kurz das Team wechseln. Auch dafür wieder zu blöd. Den Beutel geöffnet. So. Ready to slurp, würde ich sagen. Und das sagte er bereits. Muss man nicht nochmal lesen. Das wäre die Würfel Kullen. Nummer 2. Diesmal wird's gerockt. Diesmal rocken wir die Arena. Zwei Pokémon gegen zwei Pokémon. Eigentlich fair, oder? Ich versuch's mit Glut. Er setzt sowieso Kraftschub ein. Was erhoffst du dir durch Kraftschub? Siehe schon, deine Angriffe sind durchaus effektiv. Das hatte ich, glaube ich, im ersten Mal noch nicht dort unten vorgelesen. Gut, dass wir das ein zweites Mal haben. Oha, bist du aber auch sehr effektiv. So, und nochmal Glut, dann haben wir es, glaube ich, auch. Was, ich bin zurückgeschickt? Was, sowas? Gibt's doch gar nicht. Hier wird nicht zurückgeschickt. Du kriegst einen Trank dafür. Ist jetzt gut. Mann, los. Mach's fertig. Los, Ben. Was denkst du, was ich hier von dir verlange?
Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt. Na gut, du wirst nicht bezahlt. Aber du sollst dann auch nochmal angreifen. Wenn ich es dir sage. Nächstes ist Soda Mag. Okay, ich kämpfe trotzdem weiter. Obwohl ich weiß, ich bin ein Wasser-Pokémon. Und wird jetzt meinen Ben ausschalten. Und er wird all seine Hoffnung auf das Soda Mag legen. Ist klar. Ist aber eine falsche Hoffnung, weil ich habe da in Nutz in Vegimak. Das jetzt hoffentlich trotz Level 10 mit Rankenhieb das gegnerische Pokémon ausschalten wird. Ich hoffe doch stark. Rankenhieb. Oh oh. Aquaknarre, lass es nicht sehr effektiv sein, lass es nicht effektiv sein. Huha. Los! Ist machbar. Sogar sehr, sehr möglich. Los! Rankenhieb und wir haben es gewonnen. Naja, fast. Komm, 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 komm. Den einen Hieb kriegst du auch noch hin. Was ein Trank! Na gut. Durfte ich auch einmal einsetzen. Ist nur fair. Los, wollen wir uns nicht beschweren. Los, halt aus! Los! Yes! Arena-Leiter besiegt. Erster Orden. Lutz erreicht Level 11. Leiter Colin. Du hast mich erwischt. Meine Hoffnung ist dahin. Einem Stangegeld. Für Zwergi. Wirklich beeindruckend. Nach den Regeln der Pokémon-Liga steht dir jetzt dieser Arena-Orden zu. Da, 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 da. Ding, ding. Ab damit in meine Ordensammlung, die erst einen Orden hat, aber gut, ich nenne es mal Ordensammlung. Zwergi erhält von Colin liegende Triorden. Triorden, okay. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Setzt du Kraftschub ein, werden dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Okay, vielen Dank. Kraftschub jetzt in meine TMs hinzugefügt. Mit dir rede ich nochmal. Vergiss nie den Moment, in dem du einen Orden erhalten hast. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Da dürfte ich jetzt stehen. Pokémon Arena von Orion City. Leiter Mike, Colin und Benny. Anerkannte Trainer Zwergi. Okay, das haben wir geschafft. Da geht's schon weiter mit der Story. Ich wollte eigentlich jetzt gerade den Part beenden, aber gut. Geht's noch ein bisschen weiter. Tada! Ich bin Vivian. Professor Escher hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Nein! Ihr wolltet also alle Pokémon in der NL-Region treffen, nicht wahr? Oh, zu der Treppe bitte hier entlang. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mit drauf. Okay, das mache ich einfach im nächsten Part. Das schneide ich einfach im nächsten Part mal so rein. Ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten, die übliche Sache. Abo da lassen, wenn ihr neu dabei seid und kostenlos Abonnent meines Kanals werden wollt und ja kein weiteres Video verpassen wollt. Und ja, ihr habt euch wohl. Haut rinne, bis zum nächsten Part. Haut rinne, macht's gut.